Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 49, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde, rechten Terror und Gefahr von rechts in Hessen ernst nehmen und bekämpfen, Drucksache 19/4853, zusammen mit Tagesordnungspunkt 58, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Rassismus, rechte Gewalt und rechtem Terror entschlossen entgegentreten, Drucksache 19/4867, Tagesordnungspunkt 60, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Extremismus und so weiter, Drucksache 19/4869, sowie Tagesordnungspunkt 61, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Verurteilung rassistischer oder sonstiger motivierter Gewalttaten, Drucksache 19/4870. Und die erste Wortmeldung zur Aktuellen Stunde kommt von Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil wir es für wichtig halten, dass der Landtag ein Zeichen setzt gegen rassistische Gewalt und rechten Terror. Dazu veranlasst haben uns vor allem zwei Ereignisse in den letzten Tagen. Letzte Woche wurde ein aus Offenbach stammender rechtsextremer Bundeswehroffizier festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt aufgrund des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Auch ein Student aus Friedberg wurde in diesem Zusammenhang verhaftet. Der Soldat hatte sich als syrischer Kriegsflüchtling registrieren lassen. Er wohnte zeitweise in Flüchtlingsunterkünften und bezog entsprechende Leistungen. Das alles offenbar, um einen Anschlag vorzubereiten, den er dann Flüchtlingen unterschieben wollte. Zudem führte er offenbar eine Liste über potenzielle Opfer. Mittlerweile wurde bekannt, dass sich dieser Soldat schon vor über 3 Jahren in seiner Masterarbeit zu völkischen und rassistischen Ideologien bekannte. Das war der Bundeswehr bekannt, blieb aber ohne Konsequenzen. Und dass die Anschlagsplanungen vereitelt wurden, ist nicht etwa dem militärischen Abschirmdienst zu verdanken, sondern einzig und allein der Aufmerksamkeit einer Reinigungskraft, die eine geladene Waffe in einer Flughafentoilette in Wien gefunden hat, meine Damen und Herren. Und das wirft Fragen auf, nämlich gab es ein Netzwerk oder gibt es ein Netzwerk in der Bundeswehr? Warum wurde nicht eingegriffen? Und welche Kontakte hatte dieser Soldat vielleicht auch in die hessische Neonaziszene? Meine Damen und Herren, wir wissen aus einer Anfrage der LINKEN im Deutschen Bundestag, dass der MAD aktuell gegen 275 Soldatinnen und Soldaten mit rechter Gesinnung ermittelt. Am Tag der Verhaftung des Bundeswehrsoldaten beschloss der Bundestag übrigens ein Burka-Verbot unter anderem für Soldaten. Ich stelle fest, wenn ein Soldat bei Truppenübungen eine Burka trägt, wird das also demnächst unterbunden. Ein rechtsextremer Soldat, der ein Doppelleben führt, der zeitweise in einem Flüchtlingsheim lebt und der sich illegale Waffen zulegt, scheint aber vor Ort niemandem aufgestoßen zu sein, meine Damen und Herren. Und das zeigt, dass wir ein Problem haben. Ein zweites Ereignis. Neonazis aus dem Main-Kinzig-Kreis haben am 1. Mai nach einem Nazi-Aufmarsch in Halle eine Gruppe unbeteiligter Jugendlicher angegriffen und schwer verletzt. Die Zeit berichtet, mehrere Angreifer sprangen mit Metallstangen und Teleskopschlagstöcken bewaffnet aus den Autos. Sie rannten brüllend auf die Jugendlichen zu und schlugen gezielt auf die Köpfe ein. Bilanz: 2 Schwerverletzte und Ermittlungen auch gegen Nazis aus Hessen. 2 dramatische Ereignisse in den letzten Tagen, die bundesweit vor Aufsehen gesorgt haben und die zeigen, wie groß die Gefahr und die Gewaltbereitschaft der rechten Szene ist, und beide mit Bezug zu Hessen. Und was sagt die Landesregierung, was sagt der Innenminister dazu? Nichts. Während in Berlin der Verteidigungspolitische Ausschuss zusammentritt und bundesweit die Medien berichten, kein Wort vom hessischen Innenminister. Dabei hat Herr Beuth es ja immer sehr eilig, bei Verdachtsmomenten gegen tatsächliche oder vermeintliche Islamisten vor die Presse zu treten, auch während laufender Ermittlungen und selbst dann, wenn die Erkenntnisse noch sehr gering sind. Aber jetzt schweigt er. Herr Minister, es geht nicht darum, dass Sie zu Details in laufenden Ermittlungen sich äußern. Aber dass der Innenminister oder der Ministerpräsident solche Ereignisse einmal zum Anlass nehmen würden,
um ein klares öffentliches Statement gegen Rechtsterrorismus abzugeben. Ich finde, das wäre wirklich nicht zu viel verlangt, und dazu haben Sie heute die Gelegenheit. Seit 2015 hat sich die Zahl rechter Straftaten und Übergriffe vervierfacht. 2016 gab es 3.500 Übergriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsunterkünfte. Das sind fast 10 pro Tag. Dadurch wurden 560 Menschen verletzt, darunter 43 Kinder. Es laufen Strafverfahren gegen rechte Terrorgruppen wie die Old School Society. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wurden 150 Kilogramm Sprengstoff gefunden. Und ich finde, gerade angesichts der Mordserie des NSU muss dieser rechte Terror sehr, sehr ernst genommen werden, meine Damen und Herren. Auf Anfrage der SPD hat der Innenminister vor Kurzem Zahlen zu den sogenannten Reichsbürgern genannt. Jahrelang hat die Landesregierung diese Gefahr ignoriert und sie als eine Handvoll krude Spinner abgetan. Jetzt zeigt sich, 700 Personen werden in Hessen zu den Reichsbürgern gezählt, mit 350 registrierten Waffen. Herr Innenminister, nehmen Sie diese Gefahr, die von diesen militanten Rechten ausgeht, ernst, meine Damen und Herren. Wir erleben eine dramatische Zunahme rechter Gewalt. Ich komme zum Schluss. Wir erleben eine dramatische Zunahme rechter Gewalt. Mit der AfD gibt es eine Partei, die offen rassistisch und nationalistisch auftritt und die natürlich dazu beiträgt, Stimmungen zu schaffen, an der aus verbalen Angriffen gegen Flüchtlinge, Migranten und Muslime tätliche Angriffe werden. Dieser Gefahr müssen alle Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegentreten, durch breite zivilgesellschaftliche Bündnisse und durch Mobilisierungen gegen rechts. Was wir aber Kollegin nicht brauchen, Wissler, Sie sollten sich ernst nehmen und zum Schluss kommen. Letzter Satz. Was wir nicht brauchen, ist ein Bundesinnenminister, der drei Tage nach der Festnahme eines rechtsextremen Bundeswehrsoldaten eine Debatte über die deutsche Leitkultur lostritt. Statt mit Wir sind nicht Burka rechtspopulistische Stimmungen zu bedienen, brauchen wir ein klares Bekenntnis zum Kampf gegen Rassismus und für eine offene Gesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Befassung dieses Hauses mit den politischen Extremen in unserem Land ist zweifelsohne eine der wichtigsten Aufgaben, die der Landtag bewältigen muss, und dem stellen wir uns auch immer wieder. Das Thema Rechtsextremismus und der Rechtsextremismus ist ein andauerndes Problem. Das wurde gerade durch die Flüchtlingskrise und den damit verbundenen Anstieg, insbesondere von rechtsextremistischen Propagandadelikten, bedauerlicherweise aber auch von Gewaltdelikten deutlich. Nach der polizeilichen Kriminalstatistik 2016 sind von insgesamt 1.666 politisch motivierten Taten rund die Hälfte dem Bereich Rechtsextremismus zuzuordnen, davon wiederum die Hälfte Propagandadelikte und rund 25 rechte Gewalttaten. Das ist etwa auf dem Vorjahresniveau. Insofern etwas, was uns nicht ruhig schlafen lassen kann, was aber auch nicht zu Alarmismus führen muss. Dass es hier in Hessen gewisse, wenn auch im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ schwache Strukturen im Bereich des Rechtsextremismus gibt, muss man feststellen. Es zeigt sich an Beispielen der letzten Jahre. Nehmen wir den NSU-Mord in Kassel, nehmen wir die Aktivitäten von Sturm 18 oder auch lokale Schwerpunkte, in denen rechtsextreme Parteien erschreckend gute Ergebnisse erzielen. Ich denke an die NPD bei der Kommunalwahl in Büdingen mit 10,2%. Und wir haben auch das Thema der Reichsbürgerbewegung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Meine Damen und Herren, das ist aber nicht alles. Wir haben hier etwa die Hälfte des Bereichs der politisch motivierten Straftaten. Der Linksextremismus zeichnet sich mit Schwankungen bei den Fallzahlen, je nachdem, ob gerade irgendeine Großveranstaltung ist oder nicht, durch Körperverletzungsdelikte und Verstöße gegen das Versammlungsrecht aus. Ich erinnere an die Blockupy-Krawalle, ich erinnere an die Gegendemonstrationen zu rechten Aufmärschen, wie beispielsweise Fragida, oder auch an die Gegendemonstrationen zur sogenannten Demo für alle. Da war es, wo die Übergriffe herkamen, wo die Straftaten begangen wurden, und auch über die Gefährlichkeit des islamistischen Extremismus. Für unsere freiheitliche Gesellschaft besteht sicherlich kein Zweifel, bestehen auch keine zwei Meinungen in diesem Haus. Die Dutzenden Fälle von ausgereisten und wieder eingereisten Extremisten beschäftigen derzeit die Staatsschutzsenate der Gerichte. Die Bestrebungen von
Heikel S. einen Anschlag zu verüben, sind unvergessen die Aktivitäten der zwischenzeitlich erfreulicherweise verbotenen Dies-Aktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gleich welche dieser extremistischen Richtungen oder Gruppierungen aktiv wird, sie eint eines, ihr extremistisches Gedankengut und Handeln betrifft unmittelbar uns alle, weil unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft das Ziel ist, auf das sie zielen. Alle die genannten sind Feinde, gleichermaßen Feinde unserer Demokratie. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Umgang mit den verschiedenen extremistischen Richtungen dürfen wir auch nicht zimperlich sein. Das dürfen weder wir Parlamentarier, Frau Kollegin Wissler, noch die Gesellschaft im Ganzen, da jedwede Toleranz gegenüber Extremisten, gleich egal woher sie kommen, ein Zurückweisen des Rechtsstaates als Ganzes wäre. Und das können wir uns nicht erlauben. Aber Frau Wissler wartet ja offensichtlich schon darauf. Das geht ganz speziell an die Damen und Herren der LINKEN. Wollen Sie ernsthaft bei aller politischen Auseinandersetzung allen Ernstes sagen, die Gefahr und der Terror von Rechts würden hier in Hessen nicht ernst genommen? Was Sie immer wieder versuchen, ist ein schlicht perfider Vorwurf, der sich angesichts der Aufstellung der Landesbehörden in Hessen, der politischen Grundsatzentscheidungen zur Finanzierung, die in unserem Landeshaushalt beschlossen sind, nicht begründen lässt. Herr Schaus, dieser Staat ist nicht auf dem rechten Auge blind. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann, dieser Staat hat gehandelt, wann immer es etwas zu handeln gab, ob das der Verbot des Sturm 18 war, ob es die umfassenden Untersuchungsausschüsse in Hessen arbeitet, er noch zum NSU-Komplex war, ob es die Aktivitäten gegen die Reichsbürger sind. Meine Damen und Herren, dieser Staat ist nicht auf dem rechten Auge blind. Natürlich, und damit komme ich zum Ende, man kann immer noch mehr machen und noch mehr fordern. Aber die Art und Weise, wie Sie von den LINKEN diese Debatte immer wieder führen, lässt daran zweifeln, dass es Ihnen um die Sache geht. Auf Ihren Aufschrei z.B. wegen der furchtbaren Bilanz der Blockupy-Krawalle warten wir bis heute noch. Und da werden wir wahrscheinlich in aller Ewigkeit warten dürfen, weil das Entscheidende, was Sie bieten, ist, Sie handeln und Sie reden mit gespaltener Zunge, wenn es um die Frage des Extremismus geht. Und deswegen, meine Damen und Herren, deswegen, Frau Wissler, und das ist mein letzter Satz, haben wir den Antrag vorgelegt, der klarstellt, um was es bei dieser Auseinandersetzung in der Gesellschaft geht. Sie sind auf dem linken Auge blind, und das vorsätzlich. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Bellino für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für die CDU galt und gilt, in unserem Land ist Platz für vieles, aber kein Platz für Extremisten, kein Platz für Gewalt gegen Andersdenkende. Und deshalb, Frau Wissler, brauchen wir auch keine Belehrung und braucht die Landesregierung, der Innenminister, der Ministerpräsident von Ihnen keine Belehrung dazu, wie Sie sich aufzustellen haben, wenn es um den Rechtsextremismus geht. Es gab immer ganz klare Statements der Landesregierung, und nicht nur das. Diese Statements wurden auch schon immer mit Taten gefüllt. Darauf hat der Kollege Greilich eben ja bereits zu Recht hingewiesen. Aber was Sie hier machen wollen, ist, einen Generalverdacht in Richtung Bundeswehr abzuschießen. Und das lassen wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen wir nicht zu. Und lassen wir es schon gar nicht von Ihnen zu, Frau Wissler und meine Damen und Herren von der Linksfraktion, die sich immer noch erdreistet, die Rote Hilfe zu unterstützen, mit denen zu sympathisieren, der Rote Hilfe, die nicht nur in Verfassungsschutzberichten auftaucht, sondern die auch heute noch die RAF, heute noch verteidigt. Von solchen Menschen brauchen wir keine Nachhilfe in Frage innerer Sicherheit. Politischer Extremismus gleich von welcher Seite er kommt, welcher Motivationslage er entspringen mag, wird von uns entschieden bekämpft. Schließlich wissen wir, dass Extremisten von rechts, von links, aber auch die Islamisten eine der großen Herausforderungen unserer Zeit sind. Und deshalb bleibt Hessen aktiv im Kampf für Demokratie und gegen Extremismus. Wie Sie wissen,
Wie Sie wissen sollten, ist das entsprechende Landesprogramm finanziell so gut aufgestellt wie noch nie zuvor. Schon im vergangenen Jahr haben wir die Mittel annähernd vervierfacht auf über 3,8 Millionen € jährlich. Wir haben also keinen Nachholbedarf, wenn es darum geht, klare Kante gegen Extremismus zu zeigen. Und schon gar nicht brauchen wir dazu Erklärungen der Linkspartei, die zumindest in Teilen immer noch ein gespaltenes Verhältnis zur demokratischen, zur parlamentarischen Demokratie und zu unserer Verfassung hat. Der Rechtsextremismus, auf den hier besonders abgestellt wird, hat viele Facetten. Personen und/oder Organisationen tauchen neu auf, verschwinden von der Bildfläche, präsentieren sich plötzlich an anderer Stelle oder in einem anderen Gewand. Gleiches gilt für die ständig wandelnden Ansprachetechniken, Rekrutierungsversuche, Auswahl potenzieller oder tatsächlicher Opfer. Deshalb und wegen der generell wachsenden Gefährdungslage im Bereich des Extremismus und Terrorismus muss der Staat, aber auch die Zivilgesellschaft wachsam bleiben. Und deshalb ist und bleibt die Bekämpfung des Rechtsextremismus ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Sie sollten es doch wissen. Unsere vielfältigen Instrumente vom Beratungsnetzwerk Hessen, dem Demokratiezentrum Hessen in Marburg, mit dem Kompetenzzentrum Rechtsextremismus, auch COREX genannt, der Arbeit des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums gegen Extremismus, mit ICARUS, mit dem Programm Rote Hilfen, Rote Linie, Hilfen zum Ausstieg vor dem Einstieg und dem Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer und antisemitischer Gewalt haben wir Instrumente, die sehr wohl wirken, sowohl in der Prävention wie auch, wenn es notwendig ist, in der Sanktion. Und aktuell, meine sehr geehrten Damen und Herren, wirft der hier thematisierte Fall eines Deutschen, zudem von Beruf Soldat, der sich als Flüchtling ausgab, viele Fragen auf. Das ist richtig. Ich bin auch zunächst einmal dankbar dafür, dass es den Sicherheitsbehörden gelungen ist, diesen Menschen dingfest zu machen und dass dadurch möglicherweise Schlimmeres verhindert werden konnte. Dass es, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Deutschland gelingt, Anschläge zu verhindern, ist ein gutes Zeichen, ein Beleg für die Wachsamkeit und Ausweis der Leistungsfähigkeit unserer Sicherheitsbehörden. Ich nenne hier auch stellvertretend die Kofferbomber, den Zugriff im Sauerland, das Zerschlagen rechtsextremer Organisationen, Vereinsverbote und die Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover. Und auch in diesem konkreten Fall, der jetzt hier angesprochen wurde, habe ich Vertrauen in die ermittelnde Bundesanwaltschaft und in die Polizeibehörden. Ich bin davon überzeugt, dass sie alles Erforderliche tun, um die Tat aufzuklären. Und es wird zu prüfen sein, wie es sein konnte, dass ein Deutscher als Flüchtling durchgehen konnte. Und ich bin auch sicher, dass in der Bundeswehr Untersuchungen angestellt werden. Die Ministerin hat hier bereits entschlossene Schritte unternommen. Es gilt alles zu tun, solche Vorkommnisse nach Möglichkeit in Zukunft auszuschließen. Aber mit uns gibt es keinen Generalverdacht gegen die Soldaten der Bundeswehr, die bereit sind, unser Land zu verteidigen und an internationalen Einsätzen mitzuwirken. Deshalb werden wir auch nicht zulassen. Kollege Bellino, Sie müssen zum Schluss kommen, bitte. Vielen Dank. Deshalb werden wir auch nicht zulassen, dass die Linkspartei den aktuellen Fall für ihre Propaganda gegen die Bundeswehr nutzt. Das können Sie mit uns nicht machen, vielleicht auf Ihren Parteitagen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Rechtsextreme Aktivitäten und rechtsextreme Straftaten müssen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden. Daran kann es doch in diesem Hause überhaupt gar keinen Zweifel geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Rechtsextremisten, Rechtsextreme bedrohen unsere freie und offene Gesellschaft, vertreten menschenverachtende Ideologien, sind ausländerfeindlich, antisemitisch, sind gegen Minderheiten gerichtet, sie stiften Unfrieden, sie hetzen gegen Andersdenkende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da darf es keinen Zweifel geben, da stehen Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause gemeinsam und sagen, dass Rechtsextremisten in unserem Land keinen Platz haben, meine Damen und Herren.
Aber die Debatte um Rechtsextremismus und das, was wir gegen Rechtsextremismus tun, sollte sich nicht anbieten und sollte auch nicht dafür genutzt werden, dass man hier versucht, kleinkarierten parteipolitischen Streit zu organisieren. Das, glaube ich, ist in dieser Frage überhaupt nicht angebracht. Und wenn man sich die Überschrift dieser Aktuellen Stunde anliest, rechter Terror und Gefahren von rechts in Hessen ernst nehmen und bekämpfen, da wird ja versucht, das Bild zu stellen, dass das in Hessen eben nicht ernst genommen wird. Und ich kann aus der Arbeit der Fraktionen, die hier die Regierungsmehrheit stellen, nur sagen, dass uns das ein sehr wichtiges Anliegen ist. Und das sieht man auch an den Maßnahmen, die wir hier im Lande Hessen implementiert haben und die Haushaltsmittel, die wir dafür bereitstellen. Und ich sage Ihnen, Frau Kollegin Wissler, es ist einfach unanständig, hier den Versuch zu unternehmen, den Mehrheitsfraktionen zu unterstellen, dass sie auf diesem Auge blind sind. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben die Mittel und das Personal für das Landesamt für Verfassungsschutz aufgestockt. Wir haben den Staatsschutz der Polizei deutlich aufgestockt. Wir haben aber auch die Mittel für Prävention deutlich aufgestockt. Mittlerweile im letzten Jahr haben wir sie vervierfacht. Mittlerweile stellen wir mit den Bundesmitteln gemeinsam 5,3 Millionen € für Extremismusprävention in Hessen zur Verfügung. Da einer Regierung den Vorwurf machen zu wollen, sei es auch nur durch eine Überschrift, dass sie im Bereich des Extremismus nicht alles tut, um diesen zu bekämpfen, ist einfach kein guter Stil, meine Damen und Herren. Kein guter Stil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass wir uns auch einig sind, dass wir die geistigen Brandstifter dieser rechten Ideologien bekämpfen. Die geistigen Brandstifter sind die von AfD und Pegida und andere, die Petris, die Storchs, die Gaulands, die Höckes, die hetzen in unerträglicher Art und Weise und die dazu führen, was dazu führt, dass die auf der einen Seite hetzen und die anderen die Gewalttaten begehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen das bekämpfen. Aus Hetze und Hass wird Gewalt, und deswegen müssen wir uns gemeinsam gegen diese Form des Populismus aussprechen. Und es besteht doch überhaupt kein Zweifel daran, dass wir besorgt sind über die Zunahme rechtsextremistischer Gewalttaten. Und es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass wir natürlich Anteil nehmen an die von rechtsextremen Gewalttaten betroffen sind und dass wir uns mit denen solidarisch erklären. Rechtspopulistische Bestrebungen und Netzwerken treten wir natürlich entschieden entgegen. Wir begrüßen natürlich das bürgerschaftliche Engagement vieler Menschen in unserem Land, die sich gegen rechtsextreme Gefahren und rechtsextremes Auftreten engagieren. Das begrüßen wir natürlich. Aber kleinkarierte parteipolitische Versuche, hier Stöckchen aufzustellen mit Anträgen, damit man versucht, CDU und GRÜNE auseinander zu dividieren, das wird Ihnen nicht gelingen. Und ich habe es eben schon einmal gesagt, es bietet sich in dieser Frage auch nicht an, dass man hier kleinkariert parteipolitisch versucht, sein Kapital zu ziehen. Hessen macht sehr viel im Bereich des Extremismus. Hessen macht sehr viel im Bereich der Extremismusbekämpfung. Ich habe es gerade schon einmal gesagt. 5,3 Millionen € stellen wir zur Verfügung, 3,8 Millionen € aus eigenen Landesmitteln. Es gab im Lande Hessen noch nie einen so üppig gefüllten Topf für den Bereich der Extremismusprävention wie unter dieser Landesregierung. Das sagen im Übrigen auch diejenigen, die in dem Bereich sehr engagiert sind. Reden Sie mit Herrn Becker vom Demokratiezentrum. Reden Sie mit Prof. Hafenecker von der Universität in Marburg. Die Kollege Frömmrich, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ich komme sofort zum Schluss, Frau Präsidentin, die diese Programme begleiten und diese Programme auch bewerten, die sagen uns, dass wir in diesem Bereich sehr gute Arbeit leisten und dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn
diejenigen, die in diesen Bereichen arbeiten, auf uns zukommen und sagen, wir brauchen an dieser und jener Stelle mehr, dann tun wir das. Das haben wir im letzten Jahr getan im Bereich Opferschutz und Opfergewalt. Das haben wir getan. Wir brauchen von Ihnen in dieser Frage keine Belehrungen. Wir kämpfen gemeinsam gegen Rechtsextremismus, und ich hoffe, da sind wir uns einig. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Gnadl für die SPD-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, die Rede des Abg. Greilich von der FDP und auch der Antrag von CDU und GRÜNEN zeigen wieder einmal, dass wir uns nicht nur alleine mal dem Thema des rechten Terrors widmen können hier im Landtag, sondern dass wieder die unterschiedlichen Themen miteinander vermischt werden. Wir haben als SPD-Fraktion kein Problem damit, uns auch mit dem Thema des militanten Linksextremismus zu beschäftigen. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben etwas dagegen, wenn diese Themen immer und immer wieder miteinander vermischt werden. Wie ist die Landesregierung in den letzten Jahren mit dem Thema Gefahr von rechts umgegangen? Und da möchte ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein paar Beispiele nennen, gerade eben auch nach den Erfahrungen, die wir auch hier in Hessen mit dem NSU gemacht haben. 2013 wurde offensichtlich, dass militante Nazis völlig ungestört aus hessischen Gefängnissen heraus ein Netzwerk betreiben konnten. 2014 hatten wir die Debatte um die 17 untergetauchten Neonazis. Trotz Haftbefehl waren sie untergetaucht. Und die Landesregierung hat 2014 noch behauptet, es gebe keinerlei Erkenntnisse über einen Unterstützerkreis. 2015 hatten wir hier im Landtag die Debatte um die Große Anfrage der SPD-Fraktion zum Bereich Rechtsextremismus. Auch da hat die Landesregierung wieder die Gefahren eher kleiner geredet. Sie haben nicht von einer Vernetzung der rechtsextremen Szene gesprochen, nur von losen regionalen Gruppierungen. Die identitäre Bewegung war im März 2015 noch nicht als rechtsextrem eingestuft, und sie konnten keine Angaben zum illegalen Waffenhandel machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie sieht die Situation heute aus, wenn wir uns das Thema der Reichsbürger betrachten? Die Entwicklung, auch diese Entwicklung, wurde von der Landesregierung hier in Hessen verschlafen. 400 Erst redete man von einer niedrigen zweistelligen Zahl und nicht alle Reichsbürger seien zu beobachten. Dann waren es, nachdem es eben im Bund auch zu einem Sammelobjekt der Länder erklärt wurde, wurden es auf einmal 400 Reichsbürger, dann 600 Reichsbürger, und dann in den letzten Presseverlautbarungen hieß es dann, es seien 700 Reichsbürger. Und dieses Zahlenchaos, das zeugt ja wohl nicht von einem rasanten Mitgliederzuwachs in der Reichsbürgerszene, sondern vielmehr von der mangelnden Aufmerksamkeit, die man den Reichsbürgern vorher gewidmet hat. Wir sind überzeugt, die Szene hat sich nicht erst nach dem schrecklichen Polizistenmord in Franken radikalisiert und verändert. Schon vorher sind sogenannte Reichsbürger mit Gewalt gegen Polizisten und Staatsbedienstete vorgegangen. Nur hat es vorher noch keine Toten gegeben. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir froh, dass die Landesregierung jetzt endlich dieses Thema erkannt hat, endlich aufgewacht wird, ist und endlich auch handelt. Unser Berichtsantrag hat besorgniserregende Zustände offenbart. Allein 42 Verstöße gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz seit 2006. 347 Schusswaffen, die sich legal im Besitz von Reichsbürgern befinden. Hohe kriminelle Energie ist aus den Antworten ersichtlich. Bis 2016 ließen sich schon über 100 entsprechende Straftaten in Hessen zählen. Reichsbürgern, und das zeigt es eben, Reichsbürger sind keine harmlosen Spinner, sondern von ihnen geht eine reale Gefahr aus.
und die Landesregierung hat hier viel zu spät reagiert. Andere Bundesländer haben das schon früher erkannt als Hessen. Beispielsweise hat Sachsen schon Anfang November, also bevor es Sammelobjekt im Bund wurde, die Reichsbürger, hat schon Anfang November erklärt, einen Erlass zur waffenrechtlichen Unzuverlässigkeit von Reichsbürgern den Landkreisen übermittelt. Und da frage ich Sie, warum gibt es einen solchen Erlass, den es in Sachsen gibt, im Übrigen nicht nur in Bezug auf die Reichsbürger, sondern eben auch in Bezug auf die Unzuverlässigkeit von NPD-Mitgliedern. Warum gibt es nicht einen entsprechenden Erlass auch hier in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Auch die Verschärfung des Waffenrechts. Hessen hat sich ja hervorgetan mit einer weiteren Bundesratsinitiative. Und es hat ja auch in den letzten Jahren schon entsprechende Bundesratsinitiativen auch von anderen Bundesländern gegeben. Da frage ich mich, warum konnte das noch nicht umgesetzt werden? Und ein Blick in den Bund zeigt eben, dass das vor allen Dingen am erheblichen Widerstand der CDU und der CSU im Bund scheitert, eine solche Verschärfung des Waffenrechts. Kollegin Gnadl, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Und die Lobbyinteressen von CDU und CSU dem Sicherheitsinteresse aller Bürgerinnen und Bürger vorgezogen werden. Deswegen, Herr Beuth, machen Sie endlich Druck auch auf Ihre Parteifreunde in Berlin. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Öztürk. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren! Ich bin den LINKEN ganz dankbar, dass Sie dieses Thema heute aufgegriffen haben und auch eher Fragen gestellt haben und versucht haben, auch den Finger in die Wunde zu legen. Weil es gibt in Deutschland und auch in Hessen viele Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund, entweder vor Kurzem geflüchtet oder auch schon länger in Deutschland lebend, die sich große Sorgen machen, die sich schutzlos fühlen und die das Gefühl haben, dass bei der rechtsextremistischen Gewalt, die ausgeht, nicht so viel hingeschaut oder so genau die Menschen in Schutz genommen werden, wie sie es eigentlich müssten. Von daher danke, dass das erst einmal heute auch als Thema aufgegriffen worden ist. Frau Gnadl hat auch sehr ausdrücklich ausgeführt, dass das Thema schon seit Längerem auch im Hessischen Landtag debattiert wird. Was ich aber nicht stehen lassen kann, ist, Herr Bellino, wenn Sie hier auch behaupten, dass man mit allen Möglichkeiten, die man hat, gegen Rechtsextreme vor Ort auch agiert. Es sind die Projektgelder, die zur Verfügung gestellt werden. Das ist das eine. Ja, das stimmt. Es gibt aber auch vor Ort Bündnisse beispielsweise. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wetzlar, wo wir am 22. April gemeinsam in einem breiten Bündnis mit Gewerkschaften, mit Kirchen, mit den Grünen, mit den Linken, mit allen Parteien, die vor Ort sensibel sind, ein Bündnis aufgerufen, um gegen Rechtsextreme, gegen die NPD, die in Wetzlar demonstriert haben, eine Gegendemonstration zu veranstalten und ihnen keinen Platz in Wetzlar zu lassen. Ich sage Ihnen einmal, wer anwesend war von den Abgeordneten aus dem Hessischen Landtag. Anwesend waren Herr Grüger, anwesend waren Herr Schaus, anwesend war meine Wenigkeit, anwesend war die SPD-Bundestagsabgeordnete Frau Dagmar Schmidt. Ausdrücklich eingeladen waren Herr Clemens Reif. Herr Irmer ist, glaube ich, auch gefragt worden. Die CDU vor Ort ist gefragt worden, ob sie diese Demonstration gegen die NPD unterstützt. Und man hat ausdrücklich einen sehr, ich sage jetzt mal, zynisch-sarkastischen Brief bekommen von der CDU, warum man nicht bereit sei, auf so einer Demonstration teilnehmen zu wollen, und haben das eher als Klamauk abgetan. Während 800 Leute dort demonstriert haben, ganz klar versucht haben, der NPD keinen Platz in Wetzlar Raum zu geben. Wer hat gefehlt? Die CDU-Abgeordneten vor Ort haben gefehlt. Das ist eine Schande. Das müssen Sie leider, finde ich, intern klären. Wer wirklich gegen Rechtsextremismus vorgehen möchte, muss auch vor Ort Gesicht zeigen. Nur mit Projektgeldern allein funktioniert das nicht, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Es geht einfach darum, dass innerhalb der Strukturen in Hessen, sei es in Sicherheitsbehörden oder auch in der Verwaltung, beispielsweise die zwei Polizisten, die unter dem Verdacht stehen, Reichsbürger zu sein, oder auch dieser Bundeswehrsoldat, wir brauchen auch ein Konzept dafür, was man mit Gesinnungen innerhalb von staatlichen Strukturen macht. Und da habe ich noch keine Antwort. Ich denke, Herr Beuth wird gleich darauf ein paar Dinge sagen. Aber immer so zu tun, wenn man über Rechtsextremismus Kollegin spricht, Öztürk, auch den linken Extremismus oder den Salafismus zu nennen, da war ich immer gegen. Ich finde, da
müssen wir auch differenzieren. Der rechte Extremismus und die rechte Terrorgefahr in Deutschland wird immer größer. Schauen Sie bitte hin und banalisieren Sie es nicht. Danke. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung tritt jeder Form von Extremismus, jeder Form von Gewalt und Terror entschieden entgegen, unabhängig davon, ob es sich um Rechtsextremisten, um Linksextremisten oder gewaltbereite Islamisten handelt. Hessen ist ein tolerantes und weltoffenes Land, und für Hetze, Hass und Gewalt ist bei uns kein Platz. Die Hessische Landesregierung nimmt Rechtsextremismus und die hiervon ausgehende Gefährdung daher sehr ernst, und die hessischen Sicherheitsbehörden achten genau auf die entsprechenden Entwicklungen. Denn auch wenn ein Großteil der rechtsextremistischen Szene aktuell Gewalt ablehnt, ist neben schwersten Gewaltstraftaten durch Einzeltäter oder Kleingruppen auch die Bildung weiterer bislang unerkannter terroristischer Gruppen innerhalb des rechtsextremistischen Spektrums nicht auszuschließen. Wir bekämpfen den Rechtsextremismus daher frühzeitig, aktiv und präventiv und haben zahlreiche und umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um das zu verhindern. Das betrifft die hessische Polizei, den Verfassungsschutz, aber auch die Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Kommunen selbst. Lassen Sie mich aber zunächst noch ein paar Zahlen darstellen. Der Bereich der politisch motivierten Kriminalität gesamtbetrachtet ist für das Jahr 2016 in Hessen im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von 5% festzustellen. Für den Bereich der PMK rechts, um den es heute geht, liegt die Aufklärungsquote bei 34%, leicht über dem Vorjahresniveau. Rechtsextremistische Aktionen bis hin zu Straf- und Gewalttaten sind überwiegend fremdenfeindlich motiviert. Das bedrückt uns sehr. Oder erfolgen Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner. Ebenfalls bedrückend. Eine Abkehr vom hohen Gewaltpotenzial in der Rechts-Links-Konfrontation ist nicht absehbar. Einhergehend mit den ansteigenden Zuwanderungszahlen und dem Umstand, dass es sich hierbei um ein herausragendes Betätigungsfeld der rechten Szene handelt, sind die Fallzahlen im Bereich der PMK rechts bundesweit, so auch in Hessen, angestiegen. Die Hessische Landesregierung verurteilt rechtsextremistische Straftaten und Anschläge auf Einrichtungen, in denen Asylbewerber oder Flüchtlinge unterkommen aufs Schärfste. Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und in Deutschland Schutz suchen, können zu Recht erwarten, dass sie sicher bei uns untergebracht werden, meine Damen und Herren. Und hinsichtlich der Angriffe gegen Asylunterkünfte ist für Hessen ein Rückgang um 10,7% zu verzeichnen. Darüber hinaus zählt Hessen im bundesweiten Vergleich, Frau Kollegin Gnadl, im bundesweiten Vergleich zu den Ländern mit den wenigsten rechtsextremistischen Gewalttaten. Nicht, dass Sie mir jetzt unterstellen, ich würde auch nur eine einzige Gewalttat verniedlichen. Aber ich finde, man muss schon deutlich machen, wir sind im bundesweiten Ranking bei der Anzahl der Gewalttaten, rechtsextremistischen Gewalttaten, immer am unteren Ende. Und darauf können wir sehr stolz sein und vor allen Dingen unseren Sicherheitsbehörden sehr, sehr dankbar sein. Für das Jahr 2016 liegt das Ranking noch nicht vor, aber im Jahre 2015 waren wir Vorletzter. Im Jahre 2014 waren wir Elfter. Im Jahr davor, im Jahr 2013, waren wir 14. Wie im Jahr 2012 und im Jahr 2011 und im Jahr 2010 waren wir 12. in dem Ranking, also immer am unteren Ende, was rechte Gewalttaten angeht. Das ist sozusagen auch am Ende Ergebnis unserer Aktivitäten im Lande gegen Rechtsextremismus und gegen rechtsextremistische Gewalt. Die Kollegen haben hier zum Teil schon vorgetragen. Ich will es wirklich nur in groben, ganz kurzen Bemerkungen machen. Die Polizei im Bereich ist gestärkt worden im Bereich des Staatsschutzes, der für die Extremismusbekämpfung polizeilicherseits zuständig ist. Das LfV ausgebaut worden, und die Organisation ist verändert worden. Wir sind dort operativer, weil wir dem Phänomen entsprechend entgegentreten. Wir haben aus NSU gelernt. Eine Expertenkommission hat uns aufgeschrieben, dass wir genau richtig agieren, indem wir Fort- und Ausbildung bei der Polizei
anders sozusagen angehen und dass wir den Bereich des Rechtsextremismus dort schärfer verankert haben. Die waffenrechtliche Zuverlässigkeit, das ist keine Frage, Frau Kollegin Gnadl, vom letzten November im Lande Sachsen. Das ist doch Unsinn. Die Frage waffenrechtliche Zuverlässigkeit spielt bei uns schon seit jeher eine Rolle in der Diskussion. Wir sind diejenigen, die eine Initiative im Bundesrat auf den Weg gebracht haben, um auszuschließen, dass Extremisten Waffen in den Händen halten. Das ist unsere Leistung, die wir in den Bundesrat eingebracht haben. Herr Staatsminister, ich weiß auf die Redezeit der Fraktion. Ich komme sofort zum Schluss. Der Bundesrat hat dem auch entsprechend zugestimmt. Es ist eine gemeinsame Koalition aus CDU, CSU und SPD, die offensichtlich im Moment noch nicht in der Lage sind, diese Initiative umzusetzen, die wir dort vorgebracht haben. Unsere Präventionsmaßnahmen sind hier hinreichend dargestellt worden. Von der roten Linie über die kommunale Beratung, die Opferberatungsstelle Response. Wir haben COREX, ein Kompetenzzentrum im LfV. Wir haben ein Ausstiegsprogramm mit Icarus. Wir haben ein Medienpaket mit Radikal auf den Weg gebracht. Wir haben eine Broschüre für die Kommunen, insbesondere im Bereich der Flüchtlingsfragen, aufgelegt. Freiheit und Demokratie stärken, Handlungsempfehlungen für unsere Kommunen zum Umgang mit Rechtsextremismus. Wir haben eine Veranstaltung, eine viel beachtete Veranstaltung vor wenigen Tagen gemacht. Wir sollten uns nicht gegenseitig vorhalten, wer welche Veranstaltungen besucht, Frau Kollegin Gnadl. Wir haben vor wenigen Tagen eine Veranstaltung im Innenministerium zum Thema Reichsbürger und Selbstverwalter gemacht, weil wir genau eben dieses Problem sehr, sehr ernst nehmen. Das sollten Sie einmal zur Kenntnis nehmen. Nicht erst seit jetzt. Wenn Sie von Broschüren reden, die ein Land im letzten Jahr aufgelegt hat, dann verkennen Sie, dass das Landesamt für Verfassungsschutz schon vor Jahren auf diese Frage hingewiesen hat. Das ist Ihnen allerdings offensichtlich durchgegangen. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Wir haben wirklich keinen Nachholbedarf, sowohl was die Erklärung als auch was die Taten angeht, im Bereich der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächstes hat das Wort Kollegin Faeser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Innenminister! Wo Sie hier so engagiert geredet haben, ich würde mir dieses Engagement dann auch in Berlin wünschen, dass Sie gegenüber Ihrem Innenminister klarmachen, warum wir die Waffenerlaubnisentzug bei Extremisten brauchen, gerade bei Rechtsextremisten. Das ist Ihr Job, es ist die CDU in der Bundesregierung, die das verhindert. Und man kann nicht so tun, auch das gilt an die Grünen, als wenn man damit nichts zu tun hätte. Ja, Herr lieber Kollege Frömmrich, wir stellen die Regierung mit, aber an uns scheitert es nicht an der SPD, sondern es scheitert an der CDU in der Bundesregierung. Und da sollten Sie als Bündnispartner der CDU in diesem Landtag auch in der Lage sein, das einmal zu adressieren, Herr Kollege Frömmrich. Und wissen Sie, Herr Innenminister, Ihr Engagement hier in allen Ehren, was Sie jetzt gegen die Reichsbürger machen, und das hat Frau Kollegin Gnadl auch ausdrücklich gelobt. Aber wo waren Sie denn im letzten Jahr, wo waren Sie denn im vorletzten Jahr, als in anderen Bundesländern dieses Problem schon auf dem Tisch lag und gehandelt wurde? Das haben wir hier zu Recht angemerkt. Und darauf bezog sich auch das Engagement in Sachsen, weil das Bundesland Sachsen bereits letztes Jahr reagiert hat. Herr Kollege Boddenbeck, scheint Sie ja sehr zu stören. Kommen Sie doch hierher und sagen Sie etwas dazu, warum Sie so spät reagiert haben. Und diesen Vorwurf werden Sie sich dann auch gefallen lassen. Wie gesagt, wir finden das jetzige Engagement sehr gut, sehr löblich. Aber wir bemängeln, dass Sie immer erst sehr spät reagieren. Und das eine will ich Ihnen einmal sagen. Als wir mit dem NSU-Ausschuss hier begonnen haben, da gab es von Ihrer Seite immer den Hinweis, es gebe keine vernetzten Strukturen im Bereich des Rechtsextremismus. Ich bin sehr froh, dass wir mit dazu beitragen konnten, dass Sie das mittlerweile auch als selbstverständlich ansehen. Aber da war unser Engagement, auch das der Kollegin Gnadl insbesondere, sehr notwendig, Herr Kollege Boddenberg. Vielen Dank.
Herr Berlino, Sie können in dieser Debatte nicht mehr zu Wort kommen, weil wir eine Aktuelle Stunde haben. Sie müssen schon einen anderen Redner benennen für die 2 Minuten Redezeit. Ich habe inzwischen eine weitere Wortmeldung, die ist vom Kollegen Schaus für DIE LINKE, und dann können wir ja mal weitersehen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich stelle mit Bedauern fest, dass Sie, Herr Minister Beuth, kein Wort zu der Bundeswehrsache gesagt haben und zu Franco A. Ich finde sehr wohl, das ist ja Bestandteil dieser Debatte, Herr Klee, das ist ja Bestandteil dieser Debatte, und ich finde schon, dass es die Aufgabe von Ihnen als Innenminister ist, wenn es hier um hessische Fälle geht, um gravierende hessische Fälle, dann dass Sie dazu auch hier im Hause Stellung nehmen sollten. Da geht es nicht um Geheimnisse, sondern da geht es um Positionsbeziehungen des hessischen Innenministers in dieser Frage. Und ich will auch sagen, anknüpfend an das, was Kollegin Öztürk gesagt hat, die Diskussion, die auf Bundesebene läuft, in der Bundeswehr im Moment, geht ja um die Frage rechter Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehörden. Und auch das ist ein Thema, was hier auch in Hessen Relevanz hat. Und insofern finde ich schon, dass es Ihnen ansteht, als Innenminister auch hierzu Stellung zu nehmen und welche Position Sie dazu haben oder auch, ob Sie die Position der Bundesverteidigungsministerin von der Leyen teilen, dass es hier erhebliche Probleme mit rechten Strukturen innerhalb der Sicherheitsbehörden gibt. Das ist ein Thema, nicht nur auf Bundesebene, sondern in Hessen zuvorderst, weil hier ja die Fälle aufgetaucht sind, wie natürlich auch in allen anderen Bundesländern. Und da erwarte ich auch Ihre Stellungnahme. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 49 abgehalten. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 58, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/4867. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD, DIE LINKE und Abgeordnete Öztürk. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. Dann rufe ich auf Tagesordnungskollege Rock zur Geschäftsordnung. Ich würde Sie bitten, die Punkte 1 und 2 getrennt abzustimmen. Kollege Rock, es war schon beim Präsidium angekommen, aber vielen Dank noch einmal für den Hinweis. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 60, Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Extremismus und so weiter, Drucksache 19/4869, und lasse zuerst abstimmen über den Absatz 1. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Dann lasse ich abstimmen über Absatz 2. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der LINKE und Abgeordnete Öztürk. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist auch der Absatz 2 angenommen. Dann lasse ich über die Absätze 3 bis 5 abstimmen. Wer Ihnen seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Enthaltungen von FDP, SPD, LINKE und Abgeordnete Öztürk. Damit sind diese Absätze auch angenommen. Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 50, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend eine Aktuelle Stunde. Der Antrag ist angekommen, aber ich war halt schon ein Stück weiter. Ich bitte um Entschuldigung. Ich rufe zunächst auf Antrag
Tagesordnungspunkt 68 der Fraktion der FDP, das wollen wir nicht vergessen, Drucksache 19/4870. Wer diesem Antrag seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltungen der Fraktionen der LINKEN und Abg. Öztürk ist dieser Antrag angenommen.